Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten und herzlich willkommen zu meinem ausführlichen Review des Sony Xperia E1 Duel. Das Xperia E1 Duel ist ein günstiges Einsteiger-Smartphone aus dem Hause Sony und nun wollen wir uns ganz genau anschauen, was das Teil denn kann. Wir nehmen uns dafür, zumindest die Leute, die sich wirklich für das Smartphone interessieren, schauen wollen, was das Ding kann und es sich vielleicht kaufen wollen, rund 45 Minuten Zeit. Warum so lange? Naja, wenn man eine Kaufentscheidung treffen möchte, dann sollte man sein Smartphone wirklich kennen und wir gehen einfach mal alles durch. Danach habt ihr das Gefühl, als hättet ihr das Smartphone bereits in der Hand gehabt und könnt auf jeden Fall eine Kaufentscheidung treffen. Gut, wir fangen direkt an. Ich wünsche euch viel Spaß. Einen Tipp haue ich aber noch raus. Bevor ihr anschaut, das Video zu schauen, geht doch in die Küche, holt euch noch einen lecker Happen zu futtern, vielleicht noch ein Bier dazu oder eine Limo oder was euch im Sommer sonst so einfällt. Und dann genießt das Teil mit einem Eis, mit einem, weiß ich nicht, mit eurer Freundin oder vielleicht einem Steak und was zu essen. Dann macht das Ganze noch viel mehr Spaß. Wir fangen an und zwar wie immer mit den ersten Schritten. Was gibt es denn so zu tun, bevor wir loslegen können? Wir machen einfach mal die Rückseite ab, dafür haben wir unten diesen Schnüppöckes, Finger rein, Rückseite ab und dann schauen wir mal. Natürlich müssen wir den mitgelieferten Akku einlegen und in diesem Falle sind es, wenn ihr möchtet, direkt zwei SIM-Karten. Einfach rein damit, ihr könnt auch noch eine MicroSD-Karte reinpacken, den Akku brauchen wir auf jeden Fall. Dann lassen wir das alles mal knacksen. Und dann können wir wirklich loslegen. Dafür drücken wir den Ein- aus Power-Button. 2-3 Sekunden, es vibriert und dann legen wir los, wie immer mit den wichtigsten technischen Daten. Android 4.3 Jelly Bean läuft auf dem Teil und die Xperia UI wird natürlich, ihr habt es gerade gesehen, von Sony drüber gelegt. Der Qualcomm Snapdragon 200 ist verbaut, ein 1,2 GHz getakteter Dual-Core-Prozessor. 512 MB RAM kommen dazu, HSDPA bis 21 Mbit/s, WLAN 802.11 nach B, G und N Standard im 2,4 GHz Netz und Bluetooth 4.0. So, das waren die wichtigsten technischen Daten und jetzt fangen wir an. Der wichtigste Schritt natürlich, wir haben zwei SIM-Karten, also müssen wir auch zwei PIN eingeben. Wenn uns die eine nicht einfällt oder wir die gerade nicht brauchen, können wir auch einfach zur anderen wechseln. Natürlich könnt ihr aber auch beide gleichzeitig eingeben. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ich hoffe, das ist die erste PIN und das die zweite. Sehr schön und wir sind drin. Das ging einfach, da hatte ich schon schwerere Fälle. Gut, was sollen wir sagen? Ich glaube, wir fangen an mit den ersten Schritten. Erste Schritte bedeutet immer, dass wir uns die Tasten rund um das Gehäuse anschauen. Und wir starten auf der rechten Seite. Dort gibt es den Ein- aus Power-Button. Wir sehen, dass das Ding noch nicht richtig zu ist. Und die Lautstärkewippe. Mal schauen. Okay, wenn man es so möchte, dann wackelt die Ein- aus Power-Taste ein bisschen. Und auch die Lautstärkewippe. Sie haben aber beide einen wirklich guten Druckpunkt. Wenn man damit rumspielen möchte, dann macht das vielleicht viel Spaß. Stören tut das in der Bedienung nicht. Was kann nun die Ein-Aus-Power-Taste? Das Gerät sperren, das Gerät entsperren und wenn wir es länger gedrückt halten, erreichen wir dieses Telefonmenü, wo wir das Gerät ausschalten können, den Flugmodus aktivieren und das Profil wechseln. Lautlos oder Vibration oder laut. Ansonsten kann das Ding nichts. Also machen wir weiter mit der Lautstärkewippe. Leiser macht leiser, lauter macht lauter. Ja, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Gemeinsam können die Tasten noch was. Wenn wir nämlich die Leise-Taste und die Ein-Aus-Power-Taste gedrückt halten, dann erstellen wir einen Screenshot, wie das quasi bei allen Android-Geräten der Fall ist. Diese Tastenkombination könnt ihr euch immer merken. Gut, was haben wir noch? Oh, da ist hier noch eine Taste, die Walkman-Taste. Und das ist ziemlich praktisch, denn das Telefon, ihr seht das schon an dem, ja, theoretisch zumindest breit aufgebauten Lautsprecher, der 100 Dezibel erreichen soll, dass das Ding irgendwie auf Musik ausgelegt ist. Die Walkman-Taste, halten wir sie für eine Sekunde gedrückt, öffnet uns jederzeit den Walkman. Und das finde ich ziemlich praktisch. Außerdem im Walkman und in den anderen Medien erscheint hier unten diese wirklich schicke LED. Den Sinn habe ich ehrlich gesagt noch nicht erkannt, aber ist es eine schicke Spielerei. Sind wir auf dem Lockscreen,
ist das Gerät komplett gesperrt und wir halten die Taste gedrückt, geht das Ganze trotzdem. Das heißt, dem Musikgenuss steht nichts mehr im Weg. Haben wir noch weitere Tasten? Oben, nein, 3,5 mm Klinkenanschluss. Bist du ruhig? So, auf der linken Seite den Micro-USB-Anschluss. Unten haben wir nur hier die Möglichkeit, die Rückseite aufzumachen und dann, wie eben schon gezeigt, die wichtigen Sachen einlegen. Und eine kleine Schlaufe können wir einhängen und dann sind wir schon wieder rechts. Mehr gibt es also nicht zu sehen. Es gibt aber noch Tasten, um das Ganze zu bedienen. Natürlich, wenn wir sie hier nicht finden, wo das Mikrofon zum Telefonieren noch sitzt, müssen sie auf dem Screen sein. Ja, es sind Onscreen-Tasten. Drei an der Zahl. Einmal zurück, einmal tippen und sie bringen uns einen Schritt zurück. Home. Einmal drücken und sie bringen uns aus jedem Menü, ganz egal wie tief wir drin stecken, immer wieder hier auf den Homescreen. Halten wir die Taste länger gedrückt oder ziehen sie einfach hoch, können wir Google Now öffnen und dann haben wir noch die Multitasking-Taste. Hier sehen wir alle laufenden Anwendungen, können dorthin wechseln, können sie festhalten und aus der Liste entfernen oder die App-Info aufrufen oder wir schubsen sie einfach zur Seite. Das sind die Tasten. Okay, haben wir verstanden, richten wir uns das Teil also ein. Was bedeutet einrichten? Wir haben hier mehrere verschiedene Seiten. Momentan sind es nur zwei, weil ich das so möchte. Und hier sehen wir Widgets und wir sehen hier verschiedene Apps. Das können wir so belegen, wie wir es gerne hätten. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir gehen ins Menü und haben hier 4x5 Applikationen pro Seite, die wir uns aussuchen können. Ganz links haben wir noch eine Seite, um Apps zu suchen, Apps zu deinstallieren. Wir können aus der eigenen Sortierung eine alphabetische machen, meistgenutzte und installierte und wir können uns neue Apps besorgen im Play Store oder im Sony Select Store. Ich mache mal gerade was mit den Einstellungen, denn die Helligkeit ist nicht so gut für die Kamera. Jetzt passt das Ganze besser. Gut, wir können uns nun aus diesem Menü eine App holen, festhalten, zu Startbildschirm hinzufügen und ablegen, wo wir es gerne hätten. Es geht aber deutlich einfacher. Einfach die Finger zusammenziehen und dann sehen wir eine Übersicht über alle Seiten. Wir können neue leere Seiten hinzufügen, bereits bestehende wieder löschen und oben links per Klick auf das Haus diese als den Haupt-Homescreen festlegen. Und jetzt haben wir die Wahl, Widgets, Apps, Hintergrund oder Design. Wir können das also vollschießen mit allem, was wir wollen. Extras, ja, Wi-Fi will ich haben, Bluetooth, Hintergrundbeleuchtung, nehme ich mir alles Schnelleinstellungen. Dazu hätte ich aber gerne noch ein paar Apps, zum Beispiel Chrome, Album, Antutu und so weiter. Ich muss sie nicht draufschießen, ich kann sie auch festhalten. Ich kann natürlich auch einen anderen Screen auswählen und dort die verschiedenen Apps hinbumpen. Leichter kann man die Einstellung einfach nicht machen. Einrichtung in Perfektion, wenn ihr mich fragt. Hier unten haben wir noch weitere Applikationen, die sich nicht wegbewegen. Ihr seht das schon, das sind die statischen Apps. Wenn ihr die ändern wollt, ganz einfach neue hinzuziehen. Ihr könnt hier auch Ordner erstellen, wenn ihr Apps aufeinander zieht. Das geht natürlich auch hier oben so. Ordner könnt ihr auch komplett löschen. Dann gibt es hier diese wirklich schnieke Animation. Das Ganze geht auch mit Widgets. Und auch diese könnt ihr natürlich so umbewegen, wie ihr es gerne hättet. Mehr muss ich, glaube ich, nicht erzählen. Wie gesagt, ich bin von dieser Art und Weise der Einrichtung echt begeistert. Leichter geht es nicht. Verständlich für jeden. Gibt es noch zwei Sachen anzuschauen, bevor wir uns die Apps anschauen. Und zwar den Lockscreen. Der schaut so aus. Wir sehen hier die Möglichkeit, direkt zur Kamera zu wechseln. Wir sehen hier die Uhrzeit, Wochentag und Datum und einen Pfeil. Wenn wir hier rüberwischen, dann können wir verschiedene Widgets hier draufpacken. Zum Beispiel noch in der Digitaluhr oder in E-Mail-Konto, Kalender, Track-ID, was ich denn gerne hätte. Die Seiten kann ich mir dann hier anschauen. Ich kann direkt in diese entsperren. Wenn das Fenster aufgerufen ist, kann ich sie mir nochmal genauer anschauen. Ich kann sie wieder klein machen. Festhalten und direkt wieder entfernen, wenn ich sie nicht brauche. Kann man vielleicht was mit anfangen. Ziehe ich die Kamera rüber, lande ich natürlich direkt in dieser. Sie braucht hier noch eine Sekunde Bedenkzeit, damit man überlegen kann, ob man das wirklich will. Möchte ich das nicht, kann ich natürlich auch ganz normal entsperren. Einfach dieses Gitter hoch und runter schieben. Hier unten sehen wir nochmal beide
SIM-Karten, die ich habe. Und auch diese schauen wir uns gleich an, wenn wir in der Telefon-App sind. Haben wir noch die Statusleiste, die wir hier herunterziehen können, schauen wir uns an, wenn wir entsperrt haben. Wir sehen Uhrzeit, wir sehen Prozentangabe und kleine Verbildlichung des Akku, der restlichen Akkukapazität. Wir sehen zwei SIM-Karten, weil ich zwei eingelegt habe. Dual-SIM, na klar. Oben links, dass wir einen Screenshot erstellt haben und dass noch eine weitere Meldung auf uns wartet. Ja, hier sehen wir einiges. All die Benachrichtigungen, zum Beispiel, dass ich einen Screenshot gemacht habe, brauche ich nicht mehr. Weg damit. Auch das brauche ich nicht. Ich sehe hier noch Kalendereinträge und verpasste Anrufe, SMS, Wecker, E-Mails und was es sonst noch so gibt. Uhrzeit, Wochentag, Datum. Und oben habe ich 5 verschiedene Shortcuts. Ich kann hier das Profil ändern, Bluetooth ein- und ausschalten. Genauso auch mit WLAN. Halte ich das länger gedrückt, kennen wir das von anderen Smartphones, dass wir direkt in das Einstellungsmenü kommen. Das ist hier nicht der Fall. Helligkeit kann ich ändern, automatisch oder so, wie ich es gerne hätte. Automatisch, dann sorgt der Lichtsensor da oben dafür, dass je nach Lichteinfall das Display heller oder dunkler wird. Oben rechts der Direkt-Shortcut zu den Einstellungen. Ich kann hier nichts nach links oder rechts schieben. Ich habe einfach diese 4 plus Einstellungen da oben sitzen. Jetzt sind wir mit all den wichtigsten ersten Schritten durch, also starten wir mit der Telefon-App. Bevor wir großartig rumtelefonieren, schauen wir nochmal, wie das Ganze mit den Dual-SIM-Möglichkeiten jetzt fehlt mir ein cooles Verb. Also, wir gehen mal in die Einstellungen und zu Dual-SIM-Einstellungen. Was genau sehe ich hier? Ich kann beide Karten, die ich drin habe, aktivieren und natürlich auch deaktivieren. SIM-Karten benennen. Wenn ich möchte, dass die erste Klaus heißt, weil ich mir das dann besser merken kann, und die andere heißt Schlubi Gandhi, dann kann ich mir das einstellen. Allgemeine Einstellungen. Welche SIM-Karte möchte ich für die Datenübertragung nehmen? Zum Beispiel, ich habe auf der einen eine Telefonflat, auf der anderen eine mobile Datenflat. Dann suche ich mir natürlich die aus. Schlubi Gandhi ist die mit den mobilen Daten. Also wird sie dafür aktiviert. Ständige Erreichbarkeit. Anrufe an eine andere SIM-Karte weiterleiten, wenn eine SIM-Karte nicht erreichbar ist. Möchte ich das, dann lässt sich das hier umsetzen. Das Ganze muss dann allerdings noch ein bisschen eingestellt werden. Ihr seht das, das braucht so seine 8, 9, 12 Sekunden. Dann sind wir aber soweit. Gut. Oben sehe ich weiterhin beide SIM-Karten. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, wie das Telefon aussieht. Wir starten damit, dass wir mal angerufen werden. Noch liegt es ganz schüchtern vor uns und jetzt gleich kommt der Anruf rein. Leise Taste drücken und Vibration geht aus. Ich kann das Gespräch annehmen oder ablehnen. Hier oben würde ich dann eventuell die Nummer sehen, plus hier ein Foto. Und ihr habt gesehen, hier unten war eine große Benachrichtigungs-LED. Oben sehen wir nun Anruf verborgen. Und hier wird dann in klein dargestellt, okay, du hast auf der Nummer 2 angerufen oder auf der Nummer 1. Das heißt, ihr müsst im Kopf behalten, welche SIM ist. Gut, rufen wir einfach mal auf der anderen Nummer an. Dum, bam, bam, bam. Achtet nochmal hier unten auf die LED. Schnieke, wa? So, wir können also natürlich auf beiden gleichzeitig angerufen werden. Wie sieht das jetzt hier aus? Also, wenn wir das Telefon öffnen, dann landen wir natürlich hier im Feld mit den Ziffern und hier oben sehen wir die letzten Anrufe und ganz oben haben wir die Möglichkeit, zu den Kontakten zu wechseln, die wir jetzt erstmal importieren möchten. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Weil wir zwei SIM-Karten haben und ich wollte euch kurz zeigen, wie das Ganze ausschaut. So, das ist zu dunkel. Das ist gut. Also, wovon möchten wir importieren? Vom internen Speicher, von der zweiten oder der ersten SIM-Karte? Schauen wir doch mal, was die erste so zu bieten hat. Und dann können wir gleichzeitig schauen, wie lange das Importieren ungefähr braucht. Insgesamt finde ich, ist das ganz nett gelöst mit der Dual-SIM-Variation hin und her. Wechselmöglichkeit. So, alle Kontakte wurden ausgelesen. Jetzt kann ich sie entweder einzeln hinzufügen oder ich gehe auf alle importieren. Und ihr seht, 30 Kontakte haben vielleicht 3 Sekunden gebraucht.
Das geht schon ganz schnell. Also hier oben kann ich rechts auf den Pfeil klicken, um ganz genau zu sehen, wie oft habe ich wann mit ihm hin und her gefutscht. Ich sehe die Uhrzeit, wann wurde angerufen, ist der Anruf abgegangen oder eingegangen. Hier unten kann ich dann ganz normal die Nummer wählen. Ihr habt schon gesehen, es werden natürlich die Kontakte durchgesucht auf übereinstimmende Ziffern. Alternativ kann ich die Nummer zu den Kontakten hinzufügen oder eine Textnachricht senden und natürlich anrufen. Und wie gesagt, ich finde, das ist ganz nett gelöst. Wir haben jetzt hier zwei Buttons. Einmal anrufen mit SIM-Karte 1 und daneben einmal mit SIM-Karte 2. So löst man das halt, wenn man es schlau haben möchte. Ich kann die Ziffern ausblenden und habe dann ein bisschen mehr vom Nachrichtenverlauf hier über die drei Punkte. Kann ich die Anrufliste löschen, das Protokoll ausblenden und filtern. Halt hier eine Taste lang gedrückt, seht ihr schon, ich habe nicht die Möglichkeit einer Kurzwahl. Wir starten mal drüben. Hier die Favoriten von unseren Kontakten habe ich aber nicht. Und dann haben wir noch lokale Gruppen. Kollegen, Familie, Freunde. Ich kann jetzt aber auch noch Fußballer reinhauen oder Bekanntschaften oder was weiß ich. Die Kontakte sind alphabetisch untereinander sortiert. Jetzt finde ich, sollten wir nochmal die Kontakte aus der zweiten Karte importieren. Einfach nur mal umzuschauen, wie das Ganze denn dargestellt wird, dann ob es da einen Unterschied gibt oder nicht. Ja, erkennen Sie ruhig. Okay, und auch hier kann ich jetzt wieder alle importieren oder nur eine. 28 Kontakte reingeflutscht wie sonst was. Was sehe ich jetzt hier? Ich kann links auf das Bild klicken, anrufen, eine Nachricht schreiben. Hätte ich jetzt noch die Adresse hinterlegt, hätte ich mich auch hin navigieren können. Hier oben sehe ich eventuell ein Foto. Wenn ich draufklicke, Verzeihung, sehe ich die Nummer, kann es zu den Favoriten hinzufügen, kann es hier oben auch gleich bearbeiten. Da ich weiß, dass unter euch immer ein paar lustige Leute sind, ihr könnt die Nummer anrufen, es wird trotzdem keiner dran gehen. Wenn ihr Langeweile habt, dann spielt an euch rum oder sowas. Anrufen bringt euch wirklich nichts. Ich kann die Kontakte auch festhalten und dadurch markieren, löschen, mit einem Sternchen versehen oder direkt teilen per Bluetooth, SMS, E-Mail, Gmail. Seht ihr irgendeine Unterteilung zwischen SIM-Karte 1 und SIM-Karte 2? Ich auch nicht. Habe ich nicht entdeckt. Scheinbar gibt es da keine. Hätte ich mir vielleicht ein bisschen schicker umgesetzt vorgestellt, aber es ist halt nun mal so, man hätte halt so eine Ziffer hinhauen können oder sonst was. Wie auch immer, das waren die Kontakte und das war das Telefon. Was steht als nächstes an? Klar, Nachrichten. Freundlich werden wir angesmiled, das ist die Nachrichtenapplikation. Jetzt habe ich getroffen, jetzt passt das. Untereinander sehe ich all meine Gespräche mit all meinen Liebsten. Keine Freunde, keine Nachrichten. Drei Punkte, Gespräche löschen, suchen, Nachrichten mit Sterneinstellungen. Ihr habt es verstanden, dass drei Punkte die Option sind, oder? Ja. Neue schreiben, hier oben kann ich den Kontakt eingeben. Tippe ich eine Ziffer ein, dann seht ihr, werden natürlich auch die Kontakte gleich durchsucht. Hier kann ich etwas anhängen. Achtung, dann wird aus der SMS eine MMS. Das kostet Geld eventuell. Nutzt dafür lieber andere Dienste. Nachricht schreiben, das ist die Tastatur, die schauen wir uns mal genauer an. Gibt es irgendwas Besonderes, außer dass ich unglaublich große Finger habe und auf kleinen Smartphones meistens kleine Tasten sind? Schlechte Mischung, ich komme mit der Tastatur nicht wirklich gut klar, auch nach einigen Tagen der Benutzung, aber wie gesagt, ich habe auch richtige Watchfinger. So viel zu mir, gucken wir uns die Tastatur mal an. Oben eine Zeile mit Wortvorschlägen, das ist doch schon lange nicht so. Theoretisch können sich dadurch echt kluge Gespräche von alleine entwickeln, wo ihr nur noch tippen müsst. Oftmals passt das sehr, sehr gut. Ansonsten drei Zeilen mit den normalen Buchstaben. Letzte Zeichen, Löschentaste, in die nächste Zeile, Springtaste, Punkt. Länger gedrückt, auch gerne andere Zeichen. Leertaste, Komma.
länger gedrückt. Hier passiert genau dasselbe Spiel. Smiley-Taste. Oh, was sind die schön. Und ihr seht schon, wie sie umgesetzt werden. Ganz normal. Ihr habt einfach nur eine andere Veranschaulichung hier. Shift-Taste. Und natürlich Ziffern und weitere Symbole. Gut, so schaut die Tastatur aus. Wie gesagt, für meine Finger zu klein. Andere werden damit vielleicht besser klarkommen. Hier unten noch ein paar Möglichkeiten. Ich kann Bild hinzufügen, Bild schießen, Musik und einen Standort senden. Wie gesagt, dann wird aus der SMS eine MMS und das könnte mit Kosten verbunden sein. Also haltet euch zurück. Nach Nachrichten ist vor E-Mail. Wir gehen mal ins Menü und schauen, was wir hier zu bieten haben. Natürlich kündigen sich neue E-Mails schon mit einem Kreis und einer Ziffer an. Das ist ungelesen. So sieht der Posteingang aus. Ältere Mails kann ich direkt mit einem Klick hierher auswählen. Dann ist der komplette Zeitraum ausgewählt. Das Ganze ist mit so einer schicken Animation versehen. Ja gut, was heißt schick? Ich brauche keine Animation. Aber andere stehen da vielleicht drauf. Ihr seht es. Ich kann sie zur Seite schieben. Ich kann sie so auch gleichzeitig löschen. Ich kann sie mit einem Favorite versehen. Ich kann ein Sternchen hinhauen. Was dick geschrieben ist, das sind ungelesene Mails. Jetzt ist sie gelesen. Wischen Sie nach links oder rechts um die vorherige bzw. nächste E-Mail. Na gut, machen wir. Läuft flüssig, läuft schnell. Hier sehe ich den Betreff. Ich sehe natürlich, was im Text steht. An wen ging die E-Mail, wann wurde sie versendet, von welcher Adresse, wie groß. Alles Mögliche kann ich hier lesen. Ich kann sie oben natürlich auch löschen. Hier unten habe ich die Möglichkeit, ja, den Hinweis brauche ich nicht, zu antworten, falls ich mehrere Adressaten habe, allen antworten und die E-Mail weiterleiten. Das Löschen schaut dann so aus. Viel mehr gibt es hier nicht zu sehen. Neue Mail schreiben. Ich habe hier einige weitere Möglichkeiten, die ich in der SMS nicht habe. Ich kann groß und kleiner schreiben. Ich kann eine Farbe auswählen. Naja, natürlich nicht oben beim Adressaten, wenn ich hier unten tippe. So. Schriftgrad. Ihr seht schon, auf dem kleinen Display ist das wirklich nicht so praktisch umgesetzt. Farbe rot. Fett soll es sein und kursiv und unterstrichen. Und ab jetzt soll es alles blau sein. Ihr seht, wenn ihr das, während ihr hier noch am Bearbeiten seid, die Farbe wechselt, wird alles umgesetzt. Ihr müsst eine Leertaste machen, dann könnt ihr die Farbe wechseln und dann bleibt es so. Auch hier kann ich natürlich etwas anhängen. Bild, Video, Ton, weitere Dateien. Ansonsten hier meine Kontakte hinzufügen über die drei Punkte. Priorität festlegen. Text möchte ich nicht formatieren. Okay, dann fällt hier natürlich dieser ganze Schmuh weg, den wir uns gerade angeschaut haben. CC und BCC, das sind weitere Empfänger, die ich draufpacken kann. Priorität, das haut dann halt noch ein Ausrufezeichen dahinter. Oder ein Pfeil nach unten. Einen Pfeil nach unten. Senden, ja oder nein. Hiermit gehen wir zurück. Hier haben wir wieder dieses Wischding, das wir schon aus dem Menü kennen. E-Mails löschen, rückgängig machen. Da müsst ihr natürlich aufpassen, wie ihr zieht, damit ihr nicht die Mails wegzieht. Konto hinzufügen, all das geht so. Auch das sehr, sehr verständlich. Das waren die E-Mails. Auf die Mail folgt der Browser und den schauen wir uns mal an. Es ist natürlich als Android-Device Chrome vorinstalliert und ich habe auch keinen weiteren Browser gefunden. Natürlich könnt ihr euch einen runterladen, wir holen uns aber Chrome daher. Der tolle Teil daran ist natürlich, dass ich das Ganze dann mit dem PC synchronisieren kann. Wir suchen mal nach Fuchsphone, um zu schauen, ob denn auch YouTube-Videos geladen werden können. Mit Chrome oder mit YouTube. In diesem Fall wollen wir den Browser testen, deswegen natürlich mit dem Browser. So, was schauen wir denn? Ja, das Lumia 630 Review. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Nein, ihr müsst sogar, wenn ihr das nicht macht, müsst ihr mir Schokolade schenken. Ich mach's schon mal groß. Das lädt jetzt noch ein bisschen, weil mein WLAN ein
und cooles Teil ist. Aber ihr seht, natürlich kann das Ganze abgespielt werden. Und ihr seht schon, was mit den drei Tasten hier unten passiert. Das werden einfach kleine Punkte. Ich kann die Statusleiste nicht herholen. Jetzt geht das aber. Gut, wir gehen mal zu Fuchsfound, um uns einen Fließtext anzuschauen. Denn der Aufbau dürfte klar sein. Ich habe hier meine verschiedenen Tabs, die ich entweder mit einem Wisch von oben nach unten oder einem Klick auf die Tabs bekomme. Drei Punkte für die Einstellung: eine Seite zurück, eine Seite vor, favorisieren. Neuer Tab, neuer Inkognito-Tab, teilen, Desktop-Version anfordern und diese vielen weiteren Einstellungen. So. Was kann ich euch zum Browser sagen? Wenn wir jetzt mal nicht auf die Displaygröße eingehen, auf der das Ganze nämlich keinen Spaß macht, jeder iPhone-Besitzer auf der Welt weigert es sich zwar zuzugeben, dass 4 Zoll zu klein sind, aber es macht einfach mehr Spaß, wenn man mehr Display hat. Hier haben wir 4 Zoll und es ist mir persönlich einfach viel zu klein, weil man zu wenig Inhalt sieht. Aber was hat das mit dem Browser zu tun? Die Performance ist trotzdem gut. Wenn euer WLAN natürlich stimmt, wenn euer WLAN so richtig lutscht, dann macht das natürlich keinen Spaß. Aber ich habe es mit LTE, ich habe es mit 3G probiert, ich habe es mit HSDPA und mit WLAN probiert. Es macht Spaß, man kann damit schon surfen. Es gibt hier und da mal kleine Wartezeiten, aber die gibt es auch bei quasi all den anderen Smartphones. Browser geht vollkommen klar. Organizer-Funktionen stehen jetzt an, bevor wir uns dann die Kamera und so anschauen. Wecker und Uhr, damit starten wir mal. Wir brauchen einen Wecker für, machen wir mal 3 Uhr. Machen wir 3:44 Uhr. Vormittag oder Nachmittag, Vormittag, das passt schon. Wiederholen, wann möchte ich das vielleicht wiederholen? Boah, hätte ich jetzt eine Ahnung, was heute für ein Wochentag ist. Ich muss mal gerade nachschauen. Donnerstag. Oh ja, heute geht ja die WM los. Geile Shit. Heute also wiederholen. Möchte ich noch einen Text einbauen? Ja oder nein? Soll es vibrieren? Was macht die Seitentaste? Und wie ist die Snooze-Dauer? 5 Minuten, das passt. Speichern. Der Wecker klingelt in 2 Minuten. Weitere Wecker kann ich hier unten natürlich direkt ein- und ausschalten. Und wenn ich es gedrückt halte, bearbeiten oder löschen. Der Klick auf Plus ermöglicht uns einen weiteren Wecker hinzufügen. Die drei Punkte. Tischuhr. Dann schaut das Ganze so aus. Nachtmodus, Tagmodus, zurück und den Wecker löschen. Hier oben haben wir das Ganze übrigens nochmal analog. Da freut sich bestimmt auch der ein oder andere Juppis drüber. Das ist die Weltuhr mit so einer kleinen Animation hier noch. Nein, das ist keine Animation, das ist einfach so eine kleine Grafik. Wetter, Uhrzeit, wo sind wir? Datum, kann natürlich Neues hinzufügen. Hindergemänner. Das klingt gut, das nehme ich mir. Wenn ich da draufklicke, seht ihr schon, passiert nichts. Wir gehen einmal zur Stoppuhr. Start, Runde, 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 Runde. Die schnellste Runde, langsamste Runde wird direkt angezeigt. Stopp, zurücksetzen. Gut, einen Timer wollen wir noch. Machen wir mal 7 Sekunden. Ja, okay, dann halt 8. Läuft ab. Ist ganz schick umgesetzt, wenn ihr mich fragt. Und jetzt macht es. Ich möchte nicht sagen, dass es perfektes Timing war, aber das war perfektes Timing. Der Wecker ging also direkt mit dem Timer los. Das macht mich jetzt fast glücklich. Wenn wir hier nicht 800 Grad hätten, dann würde ich mich jetzt kurz freuen. Aber mir ist ehrlich gesagt ein bisschen zu heiß dazu. Wir wechseln zum Kalender. Den Rest habt ihr ja gerade gesehen. Wir haben hier die Monatsansicht und können hier horizontal hin und her wischen. Die Tagesansicht zeigt sich so. Falls ich bei bestimmten Uhrzeiten viel zu tun habe, kann ich hier rein und rauszoomen. Die Wochenansicht, genau dasselbe Spiel. Dann hätten wir noch die Jahresübersicht. Hier bringt das nichts rein zu zoomen.
Wir sind im Juni. So, können wir direkt in den Monat wechseln. Terminübersicht, noch nichts zu tun, also fügen wir was hinzu. 3:46 Uhr, mal schauen, ob wir das schaffen. Juppen, Duppen, Fuppen, klingt männlich, das nehmen wir uns mal. Teilnehmer, ja oder nein, Verfügbarkeit, wann genau soll es klingeln? Fertig, Ereignis wurde erstellt und schaut so in der Terminübersicht aus. So, da oben kommt der Eintrag schon. Haben wir auch das gesehen? Heute passt das mit dem Timing ja einfach nur gigantisch. 3 Punkte lassen uns immer zu heute springen und da seht ihr, wie der Termin ausschaut. Wochenansicht, ihr seht hier diesen kleinen Strich, der jetzt immer länger und dicker und härter wird. Und jetzt, weil es vorbei ist, wieder kleiner. Monatsansicht. Das könnt ihr jetzt, glaube ich, nicht so gut sehen, aber da ist auch wieder ein kleiner Strich. Hier unten steht es aber auch nochmal. Jo, das war es also auch mit dem Kalender. Und jetzt kommen wir zur Kamera. Verbaut wurde eine 3-Megapixel-Kamera. Videos können wir in 800x608, nein, 800x600 aufnehmen. Und wir haben kein Fotolicht, also keinen Blitz, also keine LED. Dafür haben wir ein Sekundärmikrofon, das ist das Loch oder der Punkt direkt über der Linse. Das sorgt dafür, dass wir bei Gesprächen keine Probleme haben mit dem Ton im Hintergrund. Die Kamera, ihr seht, ist ein wenig zurückgesetzt. Das ist ziemlich praktisch, dann kratzt nämlich nichts an der Linde. Nicht an der Linde, sondern an der Linse. Lass es in Newton Millimeter sein, auf jeden Fall genug. So schaut also die Kamera aus, aber wie ist sie aufgebaut? Total tolle Frage, hier ist die Antwort. Testbilder, wie auch schon beim letzten Mal, werde ich auf meinen Blog hochladen, einfach weil es keinen Sinn macht, die hier durch die Kamera zu zeigen. Oben links Szenenauswahl, Antifa, Vision, Landschaft, SoapSnap, Gegenlichtkorrektur, HDR, Gourmet, hohe Empfindlichkeit, tierisch, Strand, Schnee, Party, Sport, Dokument und Feuerwerk. Ihr seht, riesengroße Auswahl. Wir haben noch weitere Einstellungen für das Licht. Weißabgleich können wir uns hier anschauen und normale Einstellungen. Für die Kamera 3 Megapixel, 4 zu 3, ja oder nein, oder ich nehme 2 und dann 16 zu 9. Und was fällt euch auf? Hier rechts ist gerade ein Rahmen weggesprungen. Und da ist er wieder. Und da ist er wieder weg. Selbstauslöser, Auslösung bei Lächeln, HDR, ISO-Wert. Bildstabilisator, Meldung, verzieh dich und Vorschau. Und weitere Einstellungen: Schnellstart, Geotext, das heißt, ihr könnt die Bilder mit einem Ort versehen. Touch-Fokus, Lautstärke-Taste verwenden, um zu zoomen für die Lautstärke oder um auszulösen. Datenspeicher auf der SD-Karte oder hier natürlich ganz normal auf dem internen Speicher. Rechts oben die zuletzt geschossenen Bilder. Hier haben wir direkt den Auslöser und unten verschiedene Modi. Automatische Motiverkennung, manuell, Bildeffekt oder Schwenkpanorama. Bei automatischer Motiverkennung seht ihr schon, fällt hier ordentlich was weg. Machen wir mal ein Foto. So. Und ihr seht, das braucht schon eine gute Sekunde, um auszulösen. Fokussieren wir mal mit dem Finger. Geht nicht, haben wir ja ausgestellt. Also, ihr seht, keine Chance, das hier einzustellen, weil wir nicht mehr im manuellen Modus sind. Rüber in den manuellen Modus. Touchfokus ein. Und jetzt können wir direkt auslösen mit einem Fingertipp. Haben wir das verstanden? Ja, das haben wir verstanden. Wir gehen aber wieder rüber in den Automatikmodus. Was macht der Fokus sonst von alleine so? Na, ihr seht schon, nicht so viel. Warum haben wir denn einen Autofokus? Wir wollen nochmal in den manuellen Modus gehen. Und was fällt uns ein? Nein. Gut,
Das macht nämlich nicht so viel Spaß beim Fotografieren. Das werdet ihr auch in den Bildern sehen. Kameramäßig nicht so proper. Hier wechseln wir dann noch zur Videokamera und die Einstellungsmöglichkeit. Videos können wir in SVGA aufnehmen, 800x600 maximal. Ihr könnt aber auch VGA, QVGA oder MMS-Größe auswählen. Das ist dann irgendwas mit 144 und kann man sich quasi direkt sparen. Ja, das war's mit der Kamera. Wie gesagt, Testbilder gibt es auf meinem Blog. Da könnt ihr einfach mal unten in die Beschreibung schauen. Da haue ich euch ganz einfach den Link rein. Fotos werden dann ins Album geschickt und schaut so aus. Bilder in einer kompletten Ansicht oder meine Alben. Hier sehe ich viele, viele Bilder, kann rein- und rauszoomen. Da diese Spielerei hat Sony schon sehr, sehr lange. Ja, ist doch immer noch nett anzusehen. Ihr könnt es auch einfach mit einem Wisch machen. Wer gern in der Galerie rumspielt, der wird Spaß haben. Wir wählen uns mal ein Foto aus und das schaut so aus. Einmal klicken und weiterschicken. Bluetooth, Hangouts, Picasa, alles Mögliche haben wir hier. Die drei Punkte sorgen dafür, dass wir eine Slideshow erstellen können, die Show verwenden als zum Beispiel Hintergrundbild oder was ich sonst so hätte. Drehen. Ihr seht, da hat man immer ordentlich eine gute Sekunde Zeit, um mit irgendwas anderem rumzuspielen. Hier unten sehe ich noch die Möglichkeit, das Ganze zu löschen, zu favorisieren oder mit dem Fotoeditor oder mit Fotos aufzurufen und dann können wir das bearbeiten. Punch, Vintage, Schwarz und Weiß, viele verschiedene Filter. Ich kann Rahmen drumherum setzen, das Ganze zuschneiden, begradigen, drehen. Oder spiegeln und ich kann an der Farbe was ändern. Tiny Planet. Ja, das sieht ganz schön hässlich aus. Nein, ich möchte das bearbeitete Foto nicht speichern. So sieht es aus in der Galerie. Ich glaube, hier kann ich nicht mehr viel erzählen. Auch das haben wir natürlich alle verstanden. Gut, kommen wir mal zum Herzstück. Das Ganze wird ordentlich beworben. Wir kommen zum Lautsprecher Clear Audio Plus. Walkman, Loudness, Enhancement, Engine. Heieiei. Da klingt schon nach was, hä? Der Speaker sieht sehr, 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 sehr breit aus. Ist es aber gar nicht. Machen wir die Rückseite ab. Sehen wir, da ist der Speaker. Der Ausgang ist einfach nur Show. Sieht auf jeden Fall deutlich besser aus, als ihn einfach nur hier so in die Ecke zu klatschen, aber. Es ist kein dicker, dicker Lautsprecher darunter. Nein. Öffnen wir einfach mal über die Walkman-Taste, einfach weil wir es können. So schaut das aus. Hier habe ich dann meine Übersicht Music Unlimited und sowas wie überall bei Sony. Können wir wieder von links nach rechts wischen und haben eine Übersicht über Home, Interpreten, Alben, Musiktitel und so weiter. Wir gehen einfach mal zu Alben. Das hatte ich noch nicht. Schön, dass das live passiert. Das Ding will wohl nicht mehr. Vielleicht bin ich nicht zart genug oder sowas, aber es dachte, es müsste mal neu starten. Hatte ich bisher noch nie. Kann öfter vorkommen, kann ich euch aber nichts sagen. Ich habe das jetzt seit knapp 10 Tagen oder sowas und habe auch immer rumgespielt, aber es ist mir bisher noch nicht abgefragt. Jetzt sind wir zurück und machen einfach dasselbe Spiel nochmal. Chill. Hier unten sehen wir natürlich, was wir als letztes gehört haben. Hier können wir noch nach Liedern suchen. Hier haben wir wieder unsere LED, die zeigt, yo, da geht was. So, Alben. Wenn das schon so beworben wird, dann schauen wir einfach mal, ob das im Vergleich zum Sony Xperia Z2 in der Sachen Lautstärke irgendwie mithalten kann oder sowas.
Gehen wir mal ganz an den Anfang. Mal schauen, ob ich das gleichzeitig hinbekomme. Gut, reicht auf jeden Fall. Tatsächlich sind sie ungefähr gleich laut. In Sachen Qualität hängt das Ding aber ordentlich hinterher. Es ist viel blechern. Natürlich kann ich das jetzt nicht mit dem Z2 vergleichen, weil das Ding einfach fünfmal so viel kostet. Aber es geht um die Lautstärke. In Sachen Lautstärke ist es ungefähr gleich. Die Qualität geht in Ordnung. Wenn es zu laut ist, dann wird es zu blechern. Also hört es nicht auf 100%iger Stufe. Es ist laut genug, um damit einen kleinen Raum zu beschallen. Das auf jeden Fall. Insgesamt für 100 Euro geht das vollkommen in Ordnung. Da kann man nicht meckern. Bass ist nicht wirklich da. Wo soll der auch herkommen? Mitten sind okay. Man kann damit mal das ein oder andere Liedchen hören. Ist jetzt aber kein Vergleich zu irgendeinem, weiß ich nicht, MP3-Player oder sowas. Ihr könnt das mit Kopfhörern hören, das ist schon mal eine kleine Verbesserung mit externen Lautsprechern auch. So reicht es dann halt, um mal ein bisschen aus Langeweile was zu hören. Drücken wir es einfach mal so aus. Den Aufbau der App haben wir jetzt auch schon gesehen. Zwischen Liedern wechseln. Wiederholung, Zufallswiedergabe, Vor- und Zurückspulen, Start. Auch das solltet ihr nochmal gehört haben. Gut, das muss reichen. Zur Musik habe ich genug gesagt, also schließen wir auch das mal ab. Der ein oder andere von euch schaut öfter mal vorbei und der weiß, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, an dem wir quasi alle wichtigen, alle alltäglichen Apps durchgeschaut haben. Jetzt schauen wir uns an, was Sony sonst noch so draufpackt. Wir gehen also ins Menü. Nach Album und Walkman kommt noch Filme. Was sehen wir? Natürlich die Videos, die ich auf dem Gerät zum Beispiel habe. Ordner, Kamera, Startseite. Kein Video hier, das ist blöd. Gehen wir mal zur Kamera. Mit der Kamera habe ich dieses Video aufgenommen. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das nicht getan, sondern der Ballasch. Aber es war gerade hier und deswegen passt das schon. Sony Select. Ja, Video anschauen, da muss ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Sony Select ist quasi der alternative Play Store. Hier bekomme ich auch mal Apps, bekomme was vorgeschlagen, kann mir verschiedene Themes runterladen. Theme kann mir Spiele runterladen, viele verschiedene Apps. Mal kostenlos, mal nicht so kostenlos. Asphalt 8 ist natürlich immer kostenlos. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Hier bekomme ich Apps, Spiele und sonst noch was. Vorgeschlagen von der Redaktion. Facebook erkläre ich nicht, kennt jeder. Einstellungen. Ganz praktisch hier zu zeigen, dass ihr das Gerät hier zurücksetzen könnt. Sichern und zurücksetzen. Und ganz unten über das Telefon Software-Update abrufen. Und Android-Version 4.3 ist draufgespielt. UKW-Radio funktioniert ohne Headset nicht. Wie das der normale Fall ist, denn das wird als Antenne verwendet. Track-ID. Ihr kennt das, ihr seid im Club oder hört im Radio was oder hört bei einem Kumpel was, wisst aber nicht, wie das Lied heißt, dann könnt ihr das hier einfach starten, das hört mit und dann wird euch im richtigen, im besten Fall angezeigt, wer denn der Autor ist. Wir können ruhig Interpret sagen und wie das Ding heißt. Verlauf, Charts und so weiter. Kann das Lied dann auch direkt kaufen, wenn ich denn Lust darauf habe. Tools, hier finde ich dann den Taschenrechner. 9 mal 9 durch 9 minus 9. Geiles Teil, der weiß, wie man rechnet. Wenn ich das drehe, dann passiert da nichts. Wenn ich es zur Seite schiebe, dann sehen wir den wissenschaftlichen Teil. Sichern und wiederherstellen ist ein Tool, das sich von selbst erklärt. Ihr könnt das Gerät sichern. System-Apps mit Daten, Mediendateien, heruntergeladene Apps mit Daten, könnt ihr euch auswählen und dann könnt ihr das sichern.
interner Speicher, so und so viel Platz ist verfügbar oder SD-Karte und dann könnt ihr das Ganze wieder herstellen. Geht natürlich nur, wenn ihr bereits irgendwann mal was gesichert habt. Im Ordner Downloads finde ich zum Beispiel Dateien, die ich heruntergeladen habe, PDFs oder sonst irgendwas. Smart Connect ermöglicht es uns, verschiedene Ereignisse zu starten, wenn wir verschiedene Geräte anschließen oder zum Beispiel im Nachtmodus sind. Zum Beispiel möchte ich das nachts, ich zeige euch das einfach mal, von 10 Uhr, das ist ja eine schöne Zeit. Ich sitze hier um 4 Uhr und mache ein Review. Ich glaube es ja nicht. Wenn ich das Ladegerät verbinde oder trenne, dann wird das ein- oder ausgeschaltet. Zwischen 10 Uhr und 7 Uhr, ja, lassen wir das halt einfach mal. Was soll dann passieren? Wecker und Uhr sollen gestartet werden und der akustische Modus lautlos, dass ich schön schlafen kann. Ist das Ganze wieder beendet, möchte ich, dass das Ganze auf laut gestellt wird und dann kann ich auch eine Anwendung starten, ein Lied spielen, Lautstärke ändern, einen Anruf starten oder senden, Wi-Fi ein- oder ausschalten, die Helligkeit verändern, die aktuelle Uhrzeit vorlesen, Anwendung starten. Zum Aufstehen möchte ich nämlich direkt mal den Wellamo-Benchmark abspielen. Genau so geht das. Es gibt aber natürlich nicht nur den Nachtmodus. Es gibt auch noch Musik unterwegs, Musik zu Hause. Und wenn ich von Ereignis zu Geräte wechsle, dann geht das. Ich kann was einstellen, wenn ich den Kopfhörer ranpacke oder das Ladegerät oder ein Headset. Und dann wird genau das automatisch erkannt. Ziemlich praktisch, finde ich ziemlich cool. Gibt es übrigens auch für andere Telefone. Support oder Xperia Care. Hier sehe ich Hilfe zu allem, was ich so brauche, zum Smartband, also zur Smartware, was sie insgesamt so da haben, zu Smartphones, zu Tablets, wenn ich Hilfe brauche. Software, Updates, Supportforum, Computersoftware, verzeiht mir, kann ich mir hier die Hilfe holen, kann mir durchlesen, was sie denn so haben und so weiter. Das ist quasi ganz einfach nur die Sony Homepage. Update Center. Sony macht es so, dass sie eine extra App dafür haben, um auf verschiedene Updates hinzuweisen. Getrennt nach neuen Apps und verschiedenen Apps, die ich drauf habe und System-Updates. Ihr seht, für den Walkman und für Movies steht mal wieder ein Update zur Verfügung. Dann kann ich mir das runterladen und installieren. Und damit sind wir quasi fertig, denn hier habe ich nur noch die verschiedenen Benchmarks, die ich runtergeladen habe. Hier sehe ich dann nur noch die ganzen Google-Dienste, die wir nie durchgehen, weil sie einfach immer auf jedem Gerät gleich sind. Wenn überhaupt, dann ist Maps noch spannend, deswegen hauen wir da einen kurzen Blick rein. Nein, nicht hinzufügen, wir überspringen das mal. Suchen mal kurz nach Köln. Ihr seht, das funktioniert ganz gut. In Sachen GPS nimmt sich das gerne mal zum Navigieren, so die eine oder andere 7 Sekunden Zeit. Dann könnt ihr aber rumnavigieren. Vodafone Services habe ich für meine 2 SIM-Karten und damit sind wir fertig. Kommen also zu einem Fazit. So, was sagen wir denn zu dem Teil? Die Performance ist okay. Großartig Spiele werdet ihr nicht spielen können, aber so für all die normalen Alltagsaufgaben reicht das vollkommen aus. Das Display ist keine großartige Besonderheit, weder von der Auflösung her 800x480 Pixel noch von den Blickwinkeln. Diese sind nämlich ehrlich gesagt nicht wirklich stark. Wenn ich das Gerät leicht drehe, dann legt sich da direkt so ein Film drüber und ich kann nicht mehr viel ablesen. Reicht aber für die einfachsten Aufgaben. Der Lautsprecher ist laut, in Sachen Qualität nicht der tollste, aber man kann mal vorbeihören. Die Kamera kann man sich quasi fast schenken. Ansonsten muss ich sagen, für den Preis geht das schon vollkommen in Ordnung. Ihr seht schon, es gibt hier eigentlich nicht viel zu sagen. Alles, was ich noch nicht gesagt habe, habt ihr jetzt, glaube ich, gesehen. Gut, viel mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen, denn das war's mit diesem Review. Wenn ihr das Ganze durchgeschaut habt bis jetzt, dann fände ich das ziemlich stark und noch stärker fände ich, wenn ihr mir das auch mitteilt. Denn dann weiß ich, wer von euch immer durchguckt und wer von euch so richtig cool ist. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auf Sommer steht oder ob euch das Ganze viel zu heiß ist. Das wäre eine Sache. Ich mag das nämlich richtig, richtig gerne, wenn man meine Videos bis zum Ende guckt.
Und dann weiß ich immer, wer von euch das wirklich macht. Also steht ihr auf Sommer? Ist es euch zu heiß? Seid ihr Wintermenschen? Lasst mich das doch mal wissen. Gut, so viel hierzu. Falls euch das Xperia E1 Duel nicht überzeugt habt, dann könnt ihr euch doch noch mein Review anschauen zum Nokia Lumia 630. Läuft mit Windows Phone, hat ein paar echt coole Nokia-Dienste drauf, hat einen ähnlichen Preis, ähnliche Ausstattung und ist auch nicht schlecht. Habt ihr hier gerade gesehen in der Verlinkung, in der Endcard und dann war's das von mir. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.